ja. Ja, das tut mir auch leid. Schon gut wiederhören. Hi, ich bin Patrick, der Freund von Ellie. Sie hat angerufen. Ja, ich weiß schon. Seien Sie mir nicht böse, aber ich habe nicht viel Zeit. Ellie hat mir erzählt, Sie wollen etwas über Doppelgänger erfahren. Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen. Gibt es wirklich so etwas wie Doppelgänger oder sind die betreffenden Personen einfach krank, also schizophren? Jedes Individuum ist von Natur aus dual. Zu jedem Wesen gibt es ein Gegenstück. Es ist aus denselben Elementarteilen aufgebaut. Das ist mit allem so. Jeder Tag hat seine Nacht. Alles Maskuline, auch das Feminine. Aha. Das Gute beinhaltet also auch das Böse. Anonyme Unterhaltung, Sie wünschen? Oh, guten Tag, Mr. Brothers. Einen Moment, ich werde Sie gleich mit Roxy verbinden. Kein Problem, wir haben Ihre Kartennummer im Computer. Wiederhören. Haben Sie Ihren Doppelgänger getroffen? Nein, es geht nicht um mich, sondern um eine Bekannte von mir. Eine Frau. Also, wenn ein Doppelgänger wirklich existiert, wo kommt er her und warum ist er hier? Was hat er vor? Warum? Woher, weshalb? Auf das Woher kann ich Ihnen keine Antwort geben. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, dass Doppelgänger existieren. Es sind Wesen zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Sie bewegen sich im Niemandsland. Zu Ihrer Frage nach dem Wieso. Ein Kindheitserlebnis ist oft der Auslöser. Der Doppelgänger will überleben, genau wie jedes Individuum. Vergleichbar mit einem wilden Tier im Dschungel. Er handelt nach Instinkt, ohne dabei zu denken. Ist einmal eine Wesensspaltung eingetreten, wehrt er sich gegen die Wiedervereinigung und entwickelt sein eigenes Bewusstsein. Und dieses wird er mit allen Mitteln verteidigen. Aber was kann man tun, um ihn wieder zurückzuschicken? Nichts? Lieben. Die Liebe ist die stärkste aller Mächte. Aber sie muss wahrhaftig sein. Und rein seelischer Natur sein. Die beiden Hälften werden wieder eins, sobald er spürt, dass einer der beiden Teile geliebt wird. Doch wird er dies mit allen Mitteln verhindern. Er wird versuchen, die Liebe mit Angst zu vertreiben. Das ist seine Macht. Ohne die Angst der Menschen könnte er gar nicht existieren. Wenn man liebt, ohne zu zweifeln, können beide Hälften koexistieren. Anonyme Unterhaltung, Sie wünschen. Ihre Kreditkartennummer, bitte. Ja. Ich muss jetzt leider gehen. Nochmals vielen Dank. Haben Sie dieses Bild gemalt? Ja, zu der Zeit war ich ziemlich verzweifelt. Vielleicht sollten Sie auch mit der Malerei anfangen. Glauben Sie an Engel? Ich glaube daran. Hallo? Ah, hallo Patrick. Ja, Moment, Sie sind. Ja, es geht gut. Ich will mit ihm sprechen. Ich will nicht mit dir sprechen, aber behalt sie im Auge, okay? Nein, sag ich kann jetzt nicht. Ich melde mich wieder. Ich bin ganz nah dran. Thank you.
Hallo? Hallo? Hast du eine Kippe für mich, Mann? Nein, ich rauche nicht, tut mir leid. Haben Sie zufällig eine Frau hier gesehen? Sie hat ein schwarzes Kleid an. Ah, danke. Zweifel, ja, das ist der Mann, der mich verfolgt hat, dass er mir Gesicht dieselben Namen. Das ist ja ganz eindeutig. Hallo Patrick, sei mal kurz still. Es wollte dich also jemand umbringen. Dann sollten wir so schnell wie möglich die Polizei verständigen. Was soll ich denen sagen, dass ein Toter hinter mir her war? Die machen aus mir einen Zimmernachbarn von Fred. Entschuldige, Holly. Sag mal, ist die Kleine im Bett wirklich so gut? Ja, okay, ich gebe ja zu, mein Stolz ist etwas angekratzt. Oh, ich drehe langsam durch. Bitte, Patrick, spiel jetzt nicht den großen Helden. Was willst du schon gegen einen Toten ausrichten? Den Exorzisten spielen oder was? Ich gehe hin. Hallo? Ja, sie ist hier. Einen Moment, bitte. Holly? Telefon für dich, aber es ist nicht Dr. Heller, es ist eine Frau. Es ist sie. Was willst du von mir? Und wo? Zu Hause. Kannst du dich an zu Hause noch erinnern? Heute Nacht um Mitternacht. Ich werde dir nichts tun, aber jeden anderen töten, der unser Grundstück betritt. Ich komme allein. Ich werde dich nirgendwohin alleine gehen lassen. Patrick, versteh doch. Ich muss da jetzt allein durch. Ich will nicht, dass noch jemand zu Schaden kommt. Es ist soweit, Patrick. Alles, was ich jetzt brauche, sind deine Autoschlüssel. Holly, sie wird dich umbringen. Nein, wird sie nicht. Ich beende diesen Albtraum, okay? Ich komme mir wirklich vor wie im falschen Film. Weißt du, ich bin ganz froh, dass ihr beide heute Morgen vorbeigekommen seid. So bin ich wenigstens dieses Großmaul Rob losgeworden. Kannst du... Nein, nein, nein. Gib doch Gas, sonst verlieren wir sie. Ich hab selbst Augen im Kopf. Würdest du bitte die Klappe halten? Ja, ich seh's, sie biegt ab. Halt's Maul, Patrick. Mit mir kann man Pferde stehlen, das weißt du, Patrick. Aber das hier ist die dümmste Aktion meines Lebens. Verdammt, ich schäme mich für diese geistige Erniedrigung. Und du gehst mir auch auf den Geist. Thank you.